Was für ein Glück, dass ich gerade in der Gegend war. Und was willst du jetzt mit uns tun? Überhaupt nichts. Ich setze euch lediglich an einem sicheren Ort wieder ab. Und das, obwohl du aus Niflheim bist? Prompto, sag doch nicht so etwas. Oder willst du uns etwa erzählen, dass alle Niflheimer böse sind? Wie? Nein! Hey Nord, was ist mit dem Regalia? Den holen wir gleich. Ja, schnellstmöglich. Aden, bist du uns nicht feindlich gesinnt, so bitte ich dich, uns hier abzusetzen. Du willst Stratege sein? Da ist alles voll mit Soldaten. Und hier wollt ihr raus? Du brauchst dir überhaupt nicht solche Sorgen zu machen. Ich setze euch schnellstmöglich in Sicherheit ab. Auf dass ihr den Regalia unversehrt wiederfindet. Oberkommandant Ravus Nox Fleury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Und nun eine Meldung zu den zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben wir sie für immer unschädlich gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Kautessa verschwunden ist. Das ist mein Auto. Ich fass es nicht. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen? Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Dein Regalia ist verschwunden. Ja, er wurde mir gestohlen. Ich weiß auch von wem. Sämtliche Optionen im Menü zum Fahren wurden deaktiviert. Ja, toll. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Kanzler Isunia? Er stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also... Was nun? Wir warten, bis Sydney sich bei uns meldet. Bis dahin gibt's qualmende Socken. Guck mal, Umbra! Hi, mein Kleiner! Hast du was für mich? Oh. Ob er eine Nachricht für uns hat? Ich wollte aber eigentlich neue Heiltränke vorher kaufen. Gentiana! Der Kristall hat seine Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch Ramu. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad von der Kanagi. Von Nula? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. Oh. So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich. Mir hoch. Okay. Oh.
richte Luna aus, dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Sie hätte ja vielleicht gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Lucis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht. Weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König? Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Lucis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die die Sterne vernichten wollen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt? Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Ramuts Segen. Noctis muss sich eine weitere Astralkraft aneignen. Berühre die drei Sterne Ramuts, die in der Region Duskae verteilt sind. Auf dem Rücken eines Chocobos lassen sich die Langstreckenwelt besser bewältigen. Wenn Luna Freya den Ring aufbewahrt, haben wir eine Sorge weniger. Also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es in Kaim versuchen. An den geheimen Docks? Möglich. Ich frag mal Iris. Und, was machen wir dabei? Wir suchen den Donnergott. Neuer Tag, neuer Gott. Wir suchen den Donnergott. Ja, wenn wir sonst keine anderen Probleme haben oder irgendwas vorhaben, dann machen wir das mal. Können wir denn trotzdem vorher vielleicht mal den einen oder anderen Heiltrank noch holen? Wer hätte gedacht, dass dieser Steinriese sich wirklich bewegen kann? Unglaublich, nicht wahr? Zum Glück hat die imperiale Armee ihn schnell unschädlich gemacht und uns vor Schaden bewahrt. Ja, ja. Weil ihn wohl so plötzlich geweckt hat. Die Kanagi hätte sicher Rat gewusst. Das Imperium hat den gemacht, sonst hatten keine Probleme. Hier haben wir noch eine Aufgabe. Ach, entschuldige die plötzliche Frage, aber ich würde dich gerne um deine Meinung zu etwas bitten. Ich würde gerne meine Speisekarte aufpeppen, und zwar mit einem gesunden Gemüsegericht. Wenn dir irgendetwas einfällt, dann lass es mich bitte wissen. Klar, wenn mir irgendwas einfällt, sicher. Okay. Ja, wieso fragen wir nicht unseren Koch hier im Hintergrund? Der weiß doch bestimmt was Gutes. Ja gut, wir versuchen jetzt erstmal hier vorne. Sind wir jetzt? Warte mal. Wir sind doch an der gleichen Zucht, genau, wo wir schon mal gewesen sind, ne? Dann haben wir das nämlich schon gelesen. Na, womit kann ich heute dienen? Ja, am besten mit Gil, ne? Bei mir wird es irgendwie immer weniger. Die Supertränke, die haben wir noch. Super Elixier habe ich zwischendurch genommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht nehmen. So, davon kaufen wir jetzt wieder neue. Vielen Dank auch. Und da die Kämpfe scheinbar immer schwerer werden, würde ich sagen, kaufen wir von denen auch noch was. Eigentlich nur noch die großen, ne? Das Problem ist halt, ja, ich will jetzt nicht das ganze Geld ausgeben, weil wir im Moment jetzt auch nichts mehr erhalten, weil ohne Wagen sind wir natürlich auch nicht so mobil, dass wir überall hin können. Dann nehmen wir da mal wieder auf 5. Okay, das ist zu teuer, wenn ich das noch kaufe. Okay, was war das hier? Giza-Chips aus biologischem Anbau. Lecker und gesund zugleich. Ist das nicht eher Futter für Chocobos? Angeblich auch für Menschen geeignet. Ja, aber nicht für mich. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Das bei dem Wetter. Fotozeit. Oh, Fotobombe. Großartig.
So, ihr Hübschen im Hintergrund. Sieh mal. Was denn? Lasst uns hier ein Foto machen. Eine Schon gute wieder? Wahl. Also, los geht's. Achtung, Aufnahme. Oh, großartig. Hat er jetzt von da extra nochmal ein Foto gemacht? Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also, los geht's. Fotozeit. Oh, Fotobombe. Großartig. Ach so, das kann man jetzt immer wieder neu machen. Ich dachte, naja, gut, okay. Dem Gemüse den Kampf erklärt, was? Genau das Richtige für dich, Noct. Solange ich es nicht essen muss. Das Probieren kannst du gerne mir überlassen. Wiss Schokobo. Chocobo Ranch. Zur Erhaltung und Züchtung von Chocobos gegründet ist Wiss Chocobo Ranch ein beliebter Ausflugsort, an dem man auf Tuchfühlung mit den flauschigen Reitvögeln gehen kann. Von Chocobo-Fütterungen über Ausritte bis zu den berühmten Rennen Vogelfreude kommen auf der Ranch voll, Freunde kommen auf der Ranch voll auf ihre Kosten. In den Wäldern von Duskae wimmelte es einst von Chocobo-Herden. Doch wilde Tiere und Siecher haben ihre Bestände in den letzten Jahren an den Rand des Aussterbens gebracht. Die Jägerzentrale versucht zwar mit gezielten Jagden entgegenzusteuern, doch um verletzte Chocobos, von ihren Herden getrennte Jungtiere, konnten sich die Jäger nicht kümmern. Zum Glück trat Wiss auf den Plan und schuf mit seiner Chocobo-Ranch einen Zufluchtsort für die putzigen Tiere. Sonst wäre in Lucys wohl kaum noch einer der Vögel zu sehen und die traditionsreichen Rennen, die schon am Königshofe gepflegt wurden, wären längst Geschichte. Ja, die Chocobo-Rennen, die hatten wir übrigens auch irgendwo gesehen. Ich hatte auf der Karte irgendwo was davon gelesen. War aber nicht, oder? Moment. Chocobo-Rennstrecke, Kann man da denn auch was mit gewinnen? Die Frage ist jetzt, wo ist das jetzt? Da hinten sind die Chocobos. Ist das der Eingang? Bei ihr vielleicht? Willkommen auf der Chocobo Ranch. Salon, oh Gott. Gib deinen Chocobo einen Namen. Ja, kann ich gerne machen. Das Problem ist nur, es ist ja quasi nicht meiner. Er wird ja nur gemietet, ne? Gelber Blitz. Oh, schreiben kann ich nicht. Wieso kann ich nicht? Ja, ich kann bestätigen, aber ich kann nicht schreiben. Hä? Nein? Okay, also ich darf ihm keinen Namen geben, weil ich nicht schreiben darf. Schade. Na gut, dann leider nicht. Farbe, kann man die denn wenigstens individualisieren? Oh Gott. Ja, sieht das irgendwie... Das Pink sieht eher so rot aus. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, nehmen wir doch den. Das ist meiner. Weiß ich immerhin Bescheid. Medaillen? Bei den Rennen kannst du Medaillen gewinnen, mit denen du deinen Chocobo schmücken kannst. Okay. Ja, eigentlich war ich jetzt auf der Suche nach einem Rennen. Aber, naja. Kraut. Gemüse für die Chocobo-Aufzucht. Es steigert vorübergehend die Ausdauer, die Sprungkraft, die Geschwindigkeit. Achso, Geschwindigkeit habe ich schon eins. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ich würde gerne ein Rennen machen, aber ich weiß nicht wie. Kann ich das so machen? Oder muss ich... Nee, Moment. Hier, das ist auch gar keine Rennstrecke. Wo ist denn denn die Rennstrecke? Sieh mal. Was denn? Ach, schon wieder. Erlesenes Chocobo-Futter direkt von der Vorlochfarm. Es gibt also Gourmet-Futter für Chocobos. Das willst du nicht echt kaufen, oder? So wie er jetzt nicht drauf antwortet, glaube ich, möchte er es schon kaufen. Ja, aber ich würde ehrlich gesagt gerne so ein Rennen machen. Aber ich kann das Rennen wahrscheinlich erst machen, wenn ich so ein Chocobo gemietet habe oder so. Ich weiß es nicht. War das nicht hier? Races, Moment. Wieso sind die Straßen denn jetzt auch tagsüber dicht? Die Niffen meinen, es wäre zu unserer Sicherheit. Am helllichten Tag? Aber da sind doch gar keine Sicher unterwegs.
Da ist noch was. Oh geil, ein Supertrank. Perfekt. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit ihm... Je mehr Gäste wir haben, desto mehr Gill fallen für unsere gefiederten Freunde ab. Ich hab's ja schon versucht, aber Gisarkraut ist einfach nicht jedermanns Geschmack. Ist gar nicht so leicht. Ich brauche ein ausgefallenes Gericht, für das die Leute aus ganz Eos zu unserer Ranch kommen. Ich hab's ja schon versucht, aber Gisarkraut ist einfach nicht jedermanns Geschmack. Ist gar nicht so leicht. Hallo. Ja, da steht nur Mieten. Da steht jetzt nicht, dass ich damit das Wettrennen machen kann. Aber das soll ja... Ach so. Ah, da muss ich hinten über die Straße rüber und dann hierhin. Da habe ich das Auto voll... Nee, das ist eine Straßensperre. Moment, muss ich da hin? Grab des Mystikers. Oh, da müssen wir an der Straßensperre vorbei. Wie sollen wir das denn machen? Ja, das werden sie mir ja noch sagen. Okay, also dann würde ich sagen, da mieten wir uns mal ausnahmsweise einen Chocobo. Und, guck mal, ob wir da zu dem Rennen irgendwie hinkommen. Welcher ist denn jetzt... Ach so, da. Bleib hier. Bleibst du hier? Guter Chocobo, braver Chocobo. Also dann? Das sieht irgendwie putzig aus. Oh, leider kann ich hier nicht... So, Moment. Moment. Das war jetzt aber nicht nett. Jetzt stehst du vor meinem Chocobo, du Trottel. Jetzt kommt hier auch noch im Hintergrund. Ja gut, ich wollte jetzt einfach mal ein schönes Chocobo-Bild machen, aber die wollen irgendwie nicht. Okay, lass mich doch mal hier durch. Moment, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt da hinkomme. Ich muss das mal markieren. Oh, das war nicht mit rechts. Okay. Da war es wohl doch mit links. Genau, so. Da, in die Richtung ist das. Ach, das ist der Sprung. Okay. Damit laufe ich. Bis dann! Ach da, 140 Meter. Boah, aber besonders schnell sind die jetzt nicht gerade. Hier auf der Straße wahrscheinlich, ne? Tschüss! Aha! Verarscht! Achtung, Chocobo-Welle! Unglaublich! Die veranstalten hier Chocobo-Rennen! Ja. Unglaublich. Das müssen wir sehen! Nein, da müssen wir mitmachen. Weiterfahren. Ach komm, Ignis, nur ganz kurz! Kann ich nicht mit dir sprechen, oder was? Wie setze ich denn... Moment, halt, stopp! Anhalten, links, springen, galoppieren, absteigen. Ich möchte gerne absteigen. Nein, jetzt kann ich nicht hier mitmachen, oder was? Ich habe mir jetzt extra ein Chocobo gemietet. Oh, willst du mich veräppeln? Ich will dieses Rennen machen. Achso, Moment. Jetzt konnte er gerade absteigen. Hä? Steig ab. Los. Mach hinne. Ich drücke die ganze Zeit die Taste. Oder mich gedrückt Danke. Halten. Ah. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Red doch mal mit dem. Na, Mann. Wie geht's, Chocobo-Freunde? Hier könnt ihr beweisen, wie fest ihr im Chocobo-Sattel sitzt. Wie wär's? Ja. Seit Nebelauge erledigt wurde, sind die Chocobos wieder munter wie immer. Ich leihe euch zwei der Fidelsten, damit ihr euch ein Wettrennen liefern könnt. Nein, und? Ich wollte meinen Seid nehmen. Seid ihr interessiert? Ich wollte mal meinen nehmen. So, bist du bereit, Noct? Jetzt habe ich meinen Pinken nicht mehr. So eine Scheiße. Wenn du die Strecke verlässt oder die Kontrollpunkte nicht in der... Oh Gott, in der richtigen Reihenfolge abläufst, wirst du disqualifiziert. Oh Scheiße. Kontrollpunkte, das hört sich nicht gut an. Fertig. Los. Lauf. Los. Das sind die Kontrollpunkte. Wieso kann er nicht schneller rennen? Nein, du sollst nicht... Hallo! Lauf! Oh.
Wieso ist dem seiner doppelt so schnell als meiner? Ich kann nur so. Also das ist jetzt Sprinten bei mir. Nicht böse sein! Oder muss ich da draufhämmern, um zu sprinten? Nee, seine... Ach so, seine Ausdauer geht immer runter. Ich hätte dem das Kraut geben sollen vorher. Ich merke schon. Der hat sich doch dieses Premium-Futter geholt, der Idiot. Gib's doch zu. Ey, ich bin der König. Du musst mich gewinnen lassen. Nicht böse sein. Wie oft müssen wir das machen? Aber füttern kann ich den nicht, ne? So wie es aussieht. Blöd, Mann! Gewonnen! Neue Bestzeit. Eine Stunde wollte ich gerade sagen. Eine Minute 28. Jo. Naja. Das war's. Schade, das war nichts. Nur nicht aufgeben, okay? Och, ich glaube, er fand's jetzt ziemlich geil. Hallo, wo ist mein Chocobo? Mein Chocobo wurde geklaut. Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Wo sind die denn jetzt? Mein Chocobo ist weg. Leute, ich habe für den ganzen Tag bezahlt. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Doch, ich laufe doch. Ich laufe in die richtige Richtung. Nein. Och, Junge. Gib doch nicht immer so an. Lauf einfach. Hallo, sieh da, mein Chocobo wurde gestohlen. Ich habe mich kurz hingesetzt und da war er weg. Bei Ihnen ist er auch nicht, ich sehe schon. Ist kein Pinker da. So eine Sauerei, ehrlich. Jetzt habe ich mir extra einen gemietet, um das Rennen zu machen. Und nach dem Rennen war er jetzt weg. Das ist aber... Also das finde ich jetzt persönlich richtig scheiße. Vor allen Dingen, da stand ja auch nichts... dass man nicht absitzen darf. Also im Gegenteil, da stand ja irgendwo, meine ich, hatten wir mal gelesen, dass man absitzen darf und dass der dann halt so lange da wartet und man dann wieder aufsitzen kann und wieder weiterrennen kann. Also das finde ich, ja, nicht nett. Ja gut, war ein bisschen holprig diese Folge. Wir haben jetzt mal endlich ein Chocobo-Rennen gemacht, was ganz lustig war und irgendwie auch wieder nicht, weil wir dem Typ nur hinterhergerannt sind. Dem Prompto, glaube ich, war es, sind wir hinterher gerannt. Und ja, also ich habe die ganze Zeit auf Sprinten gedrückt. Das ja funktionierte zwischendurch auch mal, weil er zwischendurch dann auch mal Ausdauer hatte. Aber der andere scheint sich dann doch sehr gebufft zu haben, indem er das andere, dieses Königszeug da, dieses Premium-Futter gekauft hat hinter meinem Rücken. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Ja, wir wollen ja jetzt nicht meckern. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann im nächsten Video, hoffentlich wieder mit Stimme, einen Kilometer weiter bewegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie wir das machen, ob wir jetzt die Chocobos mieten, weil das ist natürlich auch nicht umsonst und so viel Geld haben wir einfach nicht mehr. Oder ob ich da einfach zu Fuß hinrennen soll. Ja, ich meine, ein Kilometer ist schon weit, muss man ja ganz ehrlich sagen. Muss ich da mal gucken in der nächsten Folge. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!